Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Detroit Become Human Let's Play. In der letzten Folge sind wir hier mit Connor und Hank in dieser wundervollen Wohnung angelangt und wir so haben Abweichler. Der hat eine große Liebe zu Tauben. Der hat das, wie heißt es nochmal, im Deutschen, Turteltäubchen hat ein bisschen zu ernst genommen, glaube ich. Hier gibt's nichts mehr zu sehen. Doch, klar. Verschwinden wir von hier, bevor ich noch einen Asthmaanfall kriege. Ich würde gerne noch bleiben. Nur noch ein paar Minuten, Lieutenant. Bitte? Warum willst du immer noch mehr Zeit, wenn ich gerade los will? Dann geh doch raus, ich kann noch alleine suchen hier. Okay. Du hast 2 Minuten. Das wird immer weniger. Hier weg. Verdammt. Henki, das wird immer weniger. 2 Minuten, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, die ist Tauben. So, dieser Raum muss jetzt die Erlösung bringen. Da sehe ich doch blaues Blut. Blaues Blutmodell WB200. Und irgendwann vermisst gemeldet. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. RA9. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Wir haben dieses tolle Notizbuch. Zwanghaftes Schreiben. Holzhocker, kürzlich umgestoßen. Spuren von Vogelfäkalien. Marker. Noch feucht, kürzlich benutzt. Textmarker, Farbe Mitternacht, schwarz. F. Okay, dann lass mal gucken. Da wollte ich gucken. Verdächtiger war vor kurzem hier. Entschuldigung. Nein, ich bin natürlich sehr, sehr ernst. Ins Wohnzimmer gerannt anscheinend. Okay. Okay, gut. So, müssen wir immer noch den Ursprung vom Lärm herausfinden, ne? Oh, verbleibende Zeit. Oh, shit. Oh, shit. Handabdruck frisch, Spuren von Vogelfäkalien, keine Fingerabdrücke. Heiß Android. Metallhaken, kürzlich zerbrochen, 100% rostfreier Stahl, okay. Spuren von Verzinken. Okay. Das ist ein Vogelkäfig. Warte mal kurz, was? Verdächtiger hat gehört, dass wir reingekommen sind. Okay, aber das erklärt ja nicht diese 500.000 Millionen Tauben. Die sind noch nicht alle in dem... Ach, da oben. Ich meine, die sind noch nicht alle hier aus dem Vogelkäfig rausgekommen. So. Verdammten Dreckstauben! Worauf wartest du noch? Hinter dir! Oh!
Geh doch! Ei, ei, ei! Los! Einfach aber langsam schnell riskant. Was? Wo ist der hin? Ist der da hin? Ich habe keine Ahnung. War das der? Alter. Jetzt lauf doch weiter, Mann, Junge. Du kannst nicht einfach aufhören. Wo ist er denn hin? Ach, da. Ach, da. Gut, ja, wo denn? Da hinten? Gott im Himmel. Also Connor hat's drauf, muss ich an dieser Stelle sagen. So, Connor, jetzt aber weiter. Sei vorsichtig, Arschloch. Sorry. Jetzt sind wir schon wieder im Gewächshaus? Ich hab gedacht, der wäre das, nur. Alter, ich hab doch keinen Plan, wo der hingelaufen ist. Stehen bleiben! Hängt irgendwo noch dazwischen stehen bleiben. Wie? Was? Zum Glück habe ich die richtige Taste erwischt. Wir hatten ihn! Verdammt! Es ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Ist schon gut. Wir wissen, wie er aussieht. Wir finden ihn. Hey, Connor. Nichts. Okay, das würde ich sagen, Rupert ist der Typ. Ich würde aber sagen, dass es trotzdem relativ gut gelaufen ist. So. Guten Tag. Ich bin der Markus und wer seid ihr so? Wollen wir eine Vorstellungsrunde machen? Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Sich verstecken nur um zu überleben? Das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Spur? Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest.
Okay, verloren. Ich kam nach Jericho auf der Suche nach Hoffnung. Aber sie hat wohl auch diesen Ort verlassen. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Okay, Lucy, hi, na, wo bist du? In Jericho. Die sieht ja nicht so fit aus. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Die können hier mal für ein bisschen Licht hier sorgen, oder? Huch. Ich rede mal mit dem Blonden, weil der scheint wichtig zu sein. Das kann ich nicht, glaube ich. Okay. Ja, wenn das nicht hoher Explosiv ist, können wir es gerne machen. Somit, da kann ich keinen ansprechen. Nur die. Das ist ja nicht Lucy, oder? North. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht, wohin. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Verwundet? Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Jericho? Wer fand diesen Ort? Das kann niemand mehr sagen. Wer es auch war, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Okay, wir können also nur ein paar Fragen stellen, wir können nicht alles fragen. Den kann ich auch noch ansprechen. Ich würde gerne einmal kurz Feuer machen hier. Bin in einem üblen Zustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an deinem Auto fest.
Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Alter. Die haben den wahrscheinlich an einem Auto festgebunden und sind dann damit herumgefahren. Gott. Huch. Dahinter der Plan ist auch schon Feuer. Ich glaube, da müssen wir auch gleich hin. Da kommt auch die Musik her. Da singt irgendwer. Lass mich schon mal gerade gucken. Ach, da hinten. Ich mache doch nach hinten noch was an. Huch. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Ja toll, super. Bester Ort. Markus, ich würde mal sagen, du übernimmst die ganze Sache hier. Komischer Ort hier. Aber das ist jetzt auch ein Androidenkind, ne? Das ist kein Menschenkind. Gott, der Mimmel. So, drehe ich einmal um. R9. Soll ich das öffnen? Okay, gut. Schau mal. Kiste bereits geleert. Ach, das sind Ersatzteile. Also Kiste für Ersatzteilen. Cyberlife steht ja auch drauf. Okay. Ah, jetzt hat er sich die Rute im Kopf, damit wir später vielleicht Ersatzteile holen können. Würde ich sagen, dann machen wir weiter. In der nächsten Folge, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.